dummer Hornochse. Oh, verzeiht, ich habe euch gar nicht bemerkt. Ihr wart selbstverständlich nicht gemeint. Bogomil, mein wichtigster Mitarbeiter. Eigentlich sollte ich schon längst die Zollstation passiert haben, aber dieser Hornochse ist einfach abgehauen. Der ist wohl wieder mal bei der Taverne zum sanften Ochsen hängen geblieben und ich hab's nicht bemerkt. Dabei hätte ich das kommen sehen müssen. Ist ja nicht das erste Mal. Könntet ihr nicht schnell nachsehen, wo er bleibt und ihm Beine machen? Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun. Ich kann schlecht die Tiere unbeaufsichtigt lassen. Es ist gleich hier den Weg hinunter. Bogomil? Meint ihr vielleicht mein Großonkel in Ferdok? Ich aus der Stadt des Roten Goldes? Nee. Zum Gruße. Bogomil. Nie gehört und nie gesehen. Was für ein Irrer bist du, dass du der Boronskrone dienst? Ja, bitte? Ich kannte mal einen Bergamul Pagasul. Der schuldet mir noch Geld. Ach nichts. Ich denke nur, eure Vorstellung von Bogomil führt euch in die Irre. Aber gerne, schaut doch mal um die Ecke. Da steht Bogomil vor dem Tavernenschild. Fragt ihn am besten selbst. Soweit das möglich ist. Dann sehen wir uns wohl erst wieder, wenn mir Honak die Taschen gefüllt hat. Um das zu tun, brauchen wir erstmal die Karte. Wenn niemand nicht alle bei den Überflossen kommt. Lass dich doch von den Wüstenmännern anheuern. Ich glaub mich, tritt ein Pferd. Das ist ja ein Ochse. Honak schreckt seine Krallen an. Willkommen im sanften Ochsen. Was kann ich für euch tun? Ja, es ist ein Ochse vom alten Hajo. Es ist nicht das erste Mal, dass er dort wie angewurzelt steht. Ich glaube, unser Bogomil wird von dem Tavernenschild magisch angezogen. Es hat mich auch viel Zeit gekostet, einen passenden Helm zu finden. Tut mir leid, aber hier werden keine Geschenke verteilt. Keine Freirunden, kein Anschreiben und auch keine Ausleihe. Ihr müsstet schon einen angemessenen Betrag auf den Tisch legen. Ihr werdet es nicht glauben, aber das sagt meine Frau auch immer. Also gut, nehmt den Helm mit. Dann liegt mir meine Frau damit nicht mehr in den Ohren. Mal sehen, ob wir damit den guten Bogomil von der Stelle bringen. Willkommen im sanften Ochsen. Ihr und dieser Ochse, setzt euch doch lieber hin und trinkt etwas. Ihr seid als Ochse eben wenig überzeugend, selbst mit Helm. Setzt doch den Helm mal dem Zwerg da auf den Kopf. Das passt schon eher. Machst du dich über mich lustig, Kerl? Ruhig, Blut.
Das war ein ernsthafter Vorschlag, keine Beleidigung. Was für ein Irrer bist du, dass du der Boronskrone dienen willst? Im Sintotal soll Al-Anfa nur gesehen haben, weil Roland selbst ein dummer Boronskrone ist. Darf ich vorstellen? Der erste Zwergochse Aventuriens. Was? Wenn du nicht auf der Stelle die Klappe hältst, wirst du sie nie wieder aufmachen. Verlass dich drauf. Pah, das nehme ich jetzt schon fast persönlich. Wir werden dieses Rindvieh ja wohl zum Laufen bringen. Mein Onkel Gnaugrim, der war Bergziegenhirte. Der hatte Manieren wie ein Ziegenbock und roch auch wie ein ganzer Ziegenstall. Wenn der mit mindestens 5 Fellen intus und freiem Oberkörper vor den Biestern her ist, dann sind sie ihm alle gefolgt. Naja, ich hab da so eine Idee. Ich werd zum Leitrind. Diesen Helm habe ich ja schon. Für ein paar Helle mache ich mir den Spaß. Außerdem kennt mich ja hier keiner. Also, ich beteilige mich an den Hellen. Ja, das ist doch mal ein Wortschleicher. Willkommen im sanften Ochsen. Sehr wohl. Das macht dann 10 Heller. Und hier kommt das erste Bier. Frisch und lecker, direkt aus dem Fass. Ach. Ja, das tut gut. Ich hatte schon eine ganz trockene Kehle. Noch eins und ich komme langsam in Fahrt. Hier, das nächste Bier. Oh, wär doch gelacht, wenn ich den Ochsen nicht zum Laufen bekäme. Mehr Helle! Hier, das nächste Bier. Warte mal, ich probiere, ob ich schon Ochsisch kann. Hier, das nächste Bier. Ich kann den Ochsen in mir spüren. Das war gut. So, das letzte Bier. Jetzt bin ich mutig genug, diesen Ochsen zu befreien. Weg mit dem Hemd und zum Ochsen. Lass dich doch von den Wüstenmännern anheuern. Komm schon, Boromir, folg dem Leitrin. Faronak streckt seine Krallen nach Norden und du machst doch. Boromir, na endlich! Was für ein Spaß. Und 5 Helle gratis, das hat sich gelohnt. meinst du? Ja, vielleicht hätte ich mich dann besser doch nicht zum Ochsen machen sollen. Wie wär's, wenn ich euch diesen Ochsenhelm vom ansässigen Schmied reparieren lasse? Ihr könnt ihn dann dort abholen. Ich fürchte, ansonsten habe ich kaum etwas Nützliches für euch. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ich kann wirklich keine meiner Waren entbehren und sie wären auch uninteressant für euch. Glaubt mir. Es freut mich, dass wir uns einigen konnten. Ich muss jetzt wirklich weiter. Auf bald!